Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es von mir eine Rezension geben und zwar zu einem Buch, das in der Longlist des Deutschen Z-Publishing-Preises ist. Ich habe euch die Longlist ja schon in einem Video vorgestellt. Ich werde euch das auf jeden Fall unten verlinken, also schaut da gerne mal vorbei, falls ihr genau wissen möchtet, welche 12 Bücher da drin sind. Und ja, ich habe mich natürlich rangemacht und fleißig Bücher gelesen aus diesem Preis, beziehungsweise aus dieser Longlist. Und ja, möchte jetzt ein paar Bücher für euch rezensieren und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich so eine kleine Mini-Videoreihe. Deswegen wird es in den nächsten 3 bis 4 Tagen an jedem Tag eine Rezension von der Longlist geben. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Buch an, nämlich Hannovers Blind von Kia Kahava. Und ja, es ist kein dickes Buch. Es ist ziemlich dünn. Es hat 173 Seiten. Und ja, es geht hier um Adam. Und Adam hat eine Sehschwäche, könnte man sagen. Also er ist nicht komplett blind. Er hat, glaube ich, 10% Restsehschärfe. Er hat eine spezielle Krankheit, bei der sich der Sehnerv nach und nach zurückbildet. Und ja, deswegen kann er eigentlich gar nicht sehen, außer manchmal sowas wie ein Schemen oder ein Schatten, könnte man das auch nennen. Und ja, Adam möchte aber auf keinen Fall dieses Leben leben, in das man ihn quasi reinsteckt, wo man ihn behandelt wie einen Behinderten, wie er es immer gerne ausdrückt. Und ja, so beginnt für ihn eine ja, ziemlich abenteuerreiche Reise in Hannover. Ich fange erstmal mit dem Cover an. Ich finde das Cover so, so schön. Ich finde es total gut gemacht. Es zeigt halt hier was von Hannover natürlich. Und es passt einfach so gut zum Buch. Ja, weil es auch ganz genau beschrieben wird und ich ganz genau wusste, an welcher Stelle des Buches ich mich wo im Cover befinde. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das mochte ich total gern. Ich mag das allgemein, wenn man so einen kleinen Sinn im Cover entdeckt. Muss zwar nicht unbedingt sein, aber wenn ich das entdecke, finde ich das immer total cool. Und ja, es hat mir auch hier sehr gut gefallen. Und dann, ja, reden wir über den Schreibstil. Ich muss sagen, der Schreibstil, warum auch immer, er hat mich total gefesselt. Es ist ein einfacher, lockerer Schreibstil, aber irgendwie konnte ich nicht aufhören zu lesen. Ich habe es angefangen und war eigentlich im 0, nix durch, weil mich einfach der Schreibstil so gefesselt hat. Ja, fangen wir mit der Geschichte an und vor allem auch mit dem Verlauf der Geschichte. Es ist halt so, dass Adam aus bestimmten Gründen dann nach Hannover kommt und ja, dort auf Wohnungssuche geht, auf Jobsuche auch geht und er kommt dann bei 2 Mädels unter, dessen Mitbewohner gerade verreist ist und deswegen ja, vermieten sie quasi dieses Zimmer und bei den beiden wohnt er da und es fängt halt auch schon so an, dass er den beiden seine Blindheit verschweigt, beziehungsweise man könnte sagen, eigentlich allen Leuten, die, ja, die er im Laufe des Buches kennenlernt, verschweigt er seine Blindheit, weil er möchte einfach ganz normal leben, ganz normal behandelt werden, weil er einfach das Gefühl hat, beziehungsweise er weiß, dass er einfach anders behandelt wird, wenn die Leute wissen, dass er blind, beziehungsweise dass er halt nicht sehen kann. Und das möchte er keinesfalls und ja, deswegen ist er auch so selbstständig, deswegen möchte er selbstständig nach Hannover reisen, er möchte auch einen Job haben, der ihn irgendwie erfüllt und nicht einfach irgendwie so einen notgedrungenen Job und ja, das ist so quasi die Persönlichkeit von Adam, könnte man sagen. Er ist ja ziemlich direkt, ziemlich heraus, also er verschweigt nicht ziemlich viel. Also wie gesagt, er ist wirklich ziemlich offen, finde ich. Und ich fand ihn irgendwie auch lustig. Ich finde, das Buch hatte so eine gewisse Art von Humor. Ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich beabsichtigt wurde, diesen Humor so damit reinzubringen. Aber er ist einfach im Laufe der ganzen Geschichte drin und ich mochte den Humor total. Ja, wie gesagt, mir hat der Humor total gefallen und ja, die Geschichte an sich hat mir auch sehr gut gefallen. Es waren so ein oder andere Sachen, wo ich mich so ein bisschen gewundert habe und mir gedacht habe, okay. Wo ich zum Beispiel so einen kleinen Struggle mit hatte, war,
dass er den beiden Mädels das mit seiner Blindheit verschweigt und auch den Jungen, den er kennenlernt, dem verschweigt er auch seine Blindheit. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, ist das so einfach, jemanden zu verschweigen? Also ich könnte mir vorstellen, dass man das einfach merkt oder sieht, ohne dass das jetzt beleidigend klingt oder so. Das war so, ich weiß nicht, ich habe mich halt gefragt, ob man das wirklich nicht merken würde und ob man das wirklich spielen könnte. Natürlich haben die Protagonisten irgendwann gemerkt, dass er nichts sieht, aber so am Anfang, ich habe mir dann schon so gedacht, okay, ja. Und ja, was noch so eine kleine Sache war, wo ich aber irgendwie noch im Struggle mit mir selbst bin, ob ich das so lala finde oder ob ich es gut finde. Die Geschichte war sehr sprunghaft, finde ich. Ja, wir enden quasi mit dem Absatz, dass er, keine Ahnung, was essen geht. Und dann sind wir im nächsten Absatz und es ist schon eine Woche später und er ist, keine Ahnung, mitten im Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Also ist jetzt nicht aus dem Buch entnommen, aber sowas zum Beispiel. Irgendwie fand ich es gut, weil es hat die Geschichte sehr dynamisch gemacht und hat da irgendwie was Spezielles reingebracht. Aber manchmal hat es mich auch so ein bisschen verwirrt, beziehungsweise mich so ein bisschen ins Stocken gebracht. Aber wie gesagt, der Schreibstil, der hat es absolut wettgemacht. Ja, und ich fand die Beschreibungen von Hannover sehr, sehr schön. Ich habe mir einfach vorgestellt, okay, wie wäre das, wenn du nichts sehen würdest? Und diese Beschreibungen fand ich wirklich gut, die haben mir sehr gut gefallen. Ich persönlich kenne diese, ich sage jetzt mal, Sehenswürdigkeiten von Hannover nicht. Aber ich konnte sie mir bildlich durch die Beschreibungen sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, das ist so meine klitzekleine Mini-Meinung zu Hannovers Blind. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen hat mir das Buch gefallen. Es ist auf jeden Fall nett für zwischendurch. Es hat einen speziellen Humor. Wir begleiten den blinden Adam ja durch sein Leben, was halt nicht immer so einfach ist, durch seine Einschränkung halt. Und ja, wie gesagt, der Schreibstil hat mir echt gut gefallen. Der hat es mir irgendwie angetan. Ich weiß nicht warum. Ich fand ihn einfach so cool, weil er war so humorvoll, locker, leicht und er hat einen einfach so, ja, quasi richtig gut abgeholt und mitgenommen. Und ja, das war meine erste Rezension zu diesem schönen Longlist-Buch, denn nächste Woche, beziehungsweise, ja, nächste Woche wird ja die Shortlist bekannt gegeben und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, welche Bücher so in die Shortlist kommen werden und deswegen möchte ich euch noch ein paar davon vorstellen und ich habe auch einen Vlog abgedreht, aber der ist leider nicht zeitig online gekommen, was mir sehr leid tut, aber ich habe es nicht geschafft. Ja, deswegen jetzt dieses schöne Video und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bücher aus der Longlist kennt. Das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich hatte ja auch ein Buch von Hannah Sieban vorgestellt und da haben ganz viele gesagt, dass sie die Autorin kennen und schon viele andere Bücher von ihr gelesen haben. Also schreibt mir das nochmal super gerne in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!